Willkommen zurück. Ich werde jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Ja. Ah, super, ey. Verdammte Glocke, ey. Ich brauche die Karte mal. Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Hier. Aha. Ja. Mal einen Wegpunkt setzen, das wüsste man nicht wo lang. Jo, dann natschen wir mal rein. Ah, komm mal her, dann steche ich dir ab, Alter. Ich mache hier noch meine Aufgabe. Wir haben alle hier die Rotze, ey. Schlimm. Komm, springen. Ja, wahrscheinlich hier unten. Leer denn? Nee, Besteck nicht, danke. Die, was? Schnell konnte ich nicht lesen, ey. Ja, wir können wahrscheinlich was hier uns die nächste Aufgabe bringen. Ah, nach oben. Los geht's. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Pech. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine, der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis und dann bring ihm Frieden. Machen wir doch.
erstmal raus hier. Welche Freude, Arno. Nein, ich muss schon nichts kaufen. Oh. Wo müssen wir hin? Oh, was? Bis da oben hin? Ja, mir aus. Dann ist weit. Was für eine Freude, euch heute hier zu treffen, Bürger. Parken hier. Qu'est-ce qui a pu causer cette agitation? Gott verdammt! Sie haben Arvo erwischt. Ja, ja. Weiter jetzt. Sport treiben hier. Naja, so schnell kannst du ihn. Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Er kam einfach rein und... Dieb! Hilfe! Ich will ja... Widersetzt ihr euch offen einem Vertreter des Gesetzes? Mann, das ist echt ab, Alter. Mann, wie komme ich denn da hin, ey? Ich bin da rüber, aber... Ja, ja, träum weiter. Na, gehst du da runter? Ey, hallo? Rutscht, Alter. So, ich denke mal, wir werden hier mal kürzen und wir sehen uns dann bei der Mission wieder. So, dann sind wir jetzt hier schon etwas näher gekommen. Das Königreich der Bettler. Schaden. Wird ja immer besser. Untersuchen. Und was müssen wir untersuchen? Calme-toi, voyons. Oh ja, bla 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 bla. Oui, pas fort.
Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's schlimm. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Hey, ich muss mit dir reden. Ach, was wollen die T-Shirt von mir? Oh, jetzt geht's los. Okay, bin ich gut. Das war klar. Die muss ich alle hintereinander alle schön leise killen. Alle nacheinander. Und die Kinderzimmer, ey. Wir müssen mal da ganz leise killen. Alle. Bleib sofort da stehen! Ich erwisse dich schon, du Rechter! Hier sind total viele. Ah, oh, da sind so viele, ey. Dafür bezahlst du. Von der Seite. Verdammt, ich leg dich um. Ah, diesmal kriegen wir so kalt. Nicht zergangen. Das wirst du bereuen. Zack, Alter. Die sagen nichts mehr. Aber was müssen wir hier untersuchen? Ich habe keine Ahnung, wer ist hier. Er verlangt Ergebnisse. Wenn du die Quote nicht... Ja, hier sind wir richtig. Oh, was machen die denn da? Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Oh, sind sie langsam. Erledigt. Ja. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Da haben wir hier. Tatsächlich?